There are neither self-evident images nor images that speak for themselves in the way the Russian revisionist films and the mass circulation magazines in the West pretend. So, like, my homeboy just came and got me. And it's a dude that just told us sold out the store. And he like, fuck them. He like, do something. Damn, this shit's crazy. This shit's crazy. What's up? This crazy guy, he just stole two sodas. Like, fuck them. I'm finna drink them. Hell nah. And he just straight put them on the ground, bro. Like, daring somebody to touch them. Hell, this shit crazy. Atena, figlia di Zeus, madre della saggezza, della guerra e delle arti, tu che ci hai donato l'olivo e l'uso del timone, ricordati dei sacrifici che ti abbiamo offerto. Che la tua sentenza ci ispiri, che la tua egida ci protegga. O tu, Atena la valorosa, o tu, Atena la dea invitta. Das besinnliche Denken verlangt von uns, dass wir nicht mehr einseitig an einer Vorstellung hängen bleiben, dass wir nicht eingleisig in einer Vorstellungsrichtung weiterrennen. Das besinnliche Denken verlangt von uns, dass wir uns auf solches einlassen, was dem ersten Anschein nach gar nicht zusammengeht. Unversehens sind wir jedoch so fest an die technischen Gegenstände geschmiedet, dass wir in die Knechtschaft zu ihnen
gedacht. Aber wir können auch anders. Wir können zwar die technischen Gegenstände benutzen und doch zugleich bei aller sachgerechten Benutzung uns von ihnen so frei halten, dass wir sie jederzeit loslassen. Die technischen Gegenstände können wir in Gebrauch nehmen, in der Weise, wie sie genommen werden müssen. Aber wir können diese Gegenstände zugleich auf sich beruhen lassen, als etwas, was uns nicht im Innersten und Eigentlichen angeht. Wir können Ja sagen zum unumgänglichen Benutzung der technischen Gegenstände, und wir können zugleich Nein sagen, insofern wir ihnen verwehren, dass sie uns ausschließlich beanspruchen und so unser Wesen verbiegen, verwirren und zuletzt veröden. Wenn wir auf diese Weise gleichzeitig Ja und Nein sagen zu den technischen Gegenständen, wird dann unser Verhältnis zur technischen Welt nicht zwiespältig und unsicher? Ganz im Gegenteil. Unser Verhältnis zur technischen Welt wird auf eine wundersame Weise einfach und ruhig. Wir lassen die technischen Gegenstände in unsere tägliche Welt herein und lassen sie zugleich draußen. Das heißt, auf sich beruhen als Dinge, die nichts Absolutes sind, sondern selbst auf Höheres angewiesen bleiben. Ich möchte diese Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt mit einem alten Wort nennen,